Ja, Andrea Henkel, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Das können wir, glaube ich, an der Stelle fast schon sagen, obwohl Sie als faire Sportlerin wahrscheinlich immer abwarten wollen, bis das Rennen beendet ist. Wir haben viel über das Schießen geredet nach der Staffel. Sie haben sich selber kritisiert für das Schießen. Heute können wir mal positiv über das Schießen reden. Speziell über das erste Liegenschießen haben Sie ganz toll reagiert, weil eine Böe nach dem ersten Treffer reinkam und dann haben Sie gedreht. Ja, also ich kam zum Schießstand und habe gemerkt, der Wind war weniger als beim Anschießen. Habe schon mal da gedreht, vor dem ersten Schuss. Dann habe ich den ersten Schuss getroffen und dann kam aber der Wind wieder. Wind da, genau. Und da habe ich lieber mal wieder die Resten drauf gedreht, wie ich es beim Anschießen geschossen habe, bevor ich den ersten Federschießen dann drehe. Das war dann im Nachhinein ein Fernduell mit Magdalena Neuner um damals den Platz 1. Wie haben Sie das erstmal erlebt? Wo waren Sie und haben Sie es verfolgt? Ja, ich war in der umgekleideten Kabine und habe, das muss man zwar ein bisschen auf die Bank steigen, aber dann kann man aus dem Fenster gucken und habe schon gedacht, das wird eine knappe Sache. Vor allem, weil ich mich bei dem Laufen nicht ganz so gut gefühlt habe. Aber so geht es halt auch, wenn man gut schießt, dann kann man auch ein bisschen langsamer laufen. Wie groß ist die Erleichterung? Endlich der Podestplatz? Ja, ist schön, vor allem jetzt hier in Oberhof. So, meine Eltern sind auch da, meine Schwester ist da. Und zwar mein Ziel, immer aufs Podest zu laufen. Und wahrscheinlich sieht es so aus, ob es heute schon gelungen ist. Alles Gute für morgen dann auch noch. Danke Ihnen. Magdalena Neuner, herzlichen Glückwunsch, Gratulation zum zweiten Platz. Danke. Hätten Sie heute Morgen damit gerechnet? Vor der Staffel haben Sie gesagt, ich war so nervös. Wie waren Sie heute Morgen drauf? Ich war besser drauf, war nicht ganz so nervös. Man braucht immer so ein Rennen, dass man reinkommt. Und heute war es ein bisschen besser, ja. Und die Wartezeit war nicht ganz so lang. Kennen Sie auch schon ein paar Jahre so ausgepumpt? Habe ich Sie lange nicht gesehen wie im Ziel heute. Ja, heute war wirklich kaputt. Die Bedingungen sind sehr, sehr schwer. Man sieht es nicht ganz so, aber es ist sehr tief. Vor allem der Bergstieg, der sehr anstrengend ist für Haushalt schon. Wenn es dann noch tief ist, noch mehr. Und die letzte Runde war natürlich nur noch Vollgas, da war ich dementsprechend kaputt. Die Ohrenstöpsel haben Sie mittlerweile rausgenommen. Waren Sie über die Zeiten informiert? Sie mussten ja aufholen auf Andrea Henkel. Ja, sie war schon informiert, wobei ich einfach mein Rennen gemacht habe. Versteht man denn was? Ja, also der Fritz und der Rico, die haben immer mal wieder irgendwas gezeigt oder auf Tafeln geschrieben. Das ging dann schon, ja. Was heißt das jetzt morgen für den Massenstart? Ja, ich bin jetzt hochmotiviert. Ich denke, ich habe heute wieder ein gutes Rennen gemacht. Beim Schießen vielleicht liegen da ein bisschen besser, stehen mache ich es genauso oder vielleicht ein bisschen besser und dann wird es ein gutes Rennen. Und dann die Explosivität am Anfang, da habe ich gedacht, ja, die Magdalena Neuner, die lässt sich noch ein bisschen Luft für die Schlussrunden. War das genau so, die Einteilung, die richtige? Ja, sie geht die Rennen eigentlich immer so, dass sie am Anfang eher ein bisschen ruhiger anfangen, dass sie mir das Rennen einteilt und dass sie wirklich dann für die letzte Runde, für die Schlussrunde, wenn es um was geht, nochmal richtig Gas geben kann. Und das war heute, denke ich, genau die richtige Taktik. Dann viel Spaß und viel Erfolg für morgen. Danke, danke Ihnen. Ann-Christine, congratulations to a perfect day. What kind of feelings are these today? It was a good race for me. The shooting was good and in this in condition today. So, my feelings is very good right now. Also ich habe ihr gratuliert und das wäre ein perfekter Tag und das sind große Gefühle. Are you continuing your career now because you have this success? Of course, it's a good motivation that I get a so good race. It's more World Cup race, so I hope to do better. Und mit dieser Motivation wird sie ja wahrscheinlich auch weitermachen. Vielen Dank, Ann-Christine. Thank you very much. Thank you.